Und hier vorne seht ihr wahrscheinlich schon 4 richtig hohe Häuser. Falls ihr noch auf der Suche sein sollt nach günstigen Spielen oder stark reduzierten Guthabenkarten, wie beispielsweise iTunes-Guthaben, dann checkt gerne mal meinen Partner aus, und zwar G2A. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video hier auf meinem Kanal. Wir sind hier in einem wunderschönen Villager-Dorf unterwegs. Sieht sehr, sehr schön aus. Und hier vorne seht ihr wahrscheinlich schon 4 richtig hohe Häuser. Und ja, da wurde mir was vom Villager gesagt. Und was es genau ist, das werden wir jetzt erfahren, Leute. Ja, ich würde sagen, wir reden einfach mal mit dem Villager und schauen, was er so zu uns sagt. Er sagt, hallo, Pat. Unsere Emeralds wurden geklaut. Sie sind alle in die Türme geflüchtet und kannst du uns helfen? Okay, ja, das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ich würde sagen, wir helfen auf jeden Fall etwas. Und so, dann schauen wir mal rein. Hier haben wir ein Eisenschwert. Und dieses Eisenschwert nehmen wir selbstverständlich mit, Freunde. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem linken Turm. Das scheint wohl so eine Art Dreckturm zu sein. Und dann gucken wir mal, was wir dort ja, machen müssen in diesem Dreckturm. Denn, eieieiei, ist hier auf jeden Fall ein bisschen zugewachsen. Und, oh, ich sehe gerade, hier sind sogar so ein paar Leitern oder so. Genau, ja. Das heißt, wir sollten uns auf jeden Fall auch eine Leiter erstellen. Beziehungsweise, ja, irgendwas, womit wir hochkommen. Und ich denke, eine Leiter bietet sich da doch recht gut an. So, dementsprechend machen wir jetzt hier ein paar Sticks. So, und einfach nochmal ganz flott ein paar Leitern. Ich weiß gar nicht, ob 6 reichen. Kann sein, dass die schon ausreichen. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wie weit wir nach oben kommen. Und das sieht sogar sehr gut aus, Leute. Vielleicht schaffen wir es sogar schon so ganz nach oben. Und, ah, ich glaube, schaffen wir das, wenn ich hier abbaue. Doch, wir kommen nach oben. Und hier ist einfach nur ein ganz normaler Spieler, ein ganz normaler Steve. So, das heißt, wahrscheinlich muss ich ihn vermöbeln. So, Kollege, du hast dich mit dem Falschen angelegt. So, geh da runter, 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 ja! Und, oh mein Gott, Leute, er ist da unten gelandet. Hat er denn auch was gedroppt? Einen Emerald oder sowas? Oder, ne, ich meine, davon haben die ja gesprochen, dass da irgendwelche Emeralds geklaut worden sind. Wir gucken mal ganz kurz unten nach, ob das auch der Fall ist. Ah, perfekt! So, unser Kollege liegt jetzt hier und ich würde sagen, wir gehen mal schleunigst nach vorne und geben diesen Emerald ab. Das ist ja nur ein Emerald, es fehlen ja noch ein paar Emeralds. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rein in diesen zweiten Turm. Das ist so ein Diamantturm, könnte man sagen. Und Leute, schaut euch einfach mal an, wie hoch der ist. Das ist schon ganz nice. Aber was erwartet uns denn jetzt hier, ist die Frage. Okay, das heißt, wir müssen da irgendwie hochkommen mit Hilfe von diesem komischen Jump and Run, könnte man sagen. Wir haben hier ein paar Diamantblöcke, die wir erstmal bestreiten müssen. Also immer schön einer nach dem anderen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht irgendwie runterfliegen, weil wenn wir da runterfliegen, Leute, das ist ein bisschen hoch und kann sein, dass wir da sogar schon sterben bei dem Sturz. So, gut, das hat auch noch ganz gut funktioniert. Hier ein bisschen um die Ecke springen. Oh ja, Leute, und hier haben wir auch schon die Leiter und sollten dann gleich oben angekommen sein. So, würde ich sagen, einmal nach oben hier, tipptopp. Und hier scheint wohl ein Pro zu Hause. Also, ne, schaut euch das mal an. Wir haben hier so ein Pro. Und, oh Gott, gegen den anzukommen, das ist jetzt auch keine einfache Angelegenheit. Aber ich versuche den mal irgendwie auch wieder hier hinzulocken. Kann ich den hier irgendwie hindringen oder so? Ich weiß es nicht. Komm, einmal nach vorne. Genau. Ah, Mist, jetzt habe ich ihn hier. Oh, Leute, ich weiß, was ich mache. So, einmal die Scheibe aufmachen. So, genau. Boah, bloß nicht schlagen. Ich darf ihn nicht schlagen, Leute. Sonst schlägt er mich gleich selbst runter. Oh, okay. Und jetzt heißt es 3, 2, 1. Weg mit dir. Nein. Oh Gott. Oh nein. Leute. Oh. Nein. Oh, der darf mich nicht schlagen. Er darf mich nicht schlagen. Oh Gott, das war knapp. Der Tier. Der Emerald ist runtergeflogen. Der Emerald ist runtergeflogen. Oh mein Gott, war das eine knappe Angelegenheit. Wir wären fast gestorben. Aber Leute, wir sind nicht gestorben. Dementsprechend alles gut und ich würde sagen, wir schauen uns mal an, wo der Emerald jetzt genau hingefallen ist, denn das ist natürlich die Sache. Ah, perfekt, da haben wir ihn doch schon, den wunderschönen Emerald. Und ich würde sagen, den
geben wir dann auch schon mal schleunigst ab. Dann haben wir schon mal 2 Emeralds hier in der Kiste. Und dann wird das wohl der nächste Turm sein, den wir bewältigen müssen. Das ist dieser komische Hacker-Turm, könnte man sagen. Oder zumindest sieht er so aus Bedrock gebaut aus, in diesem Hacker-Style. Und ich würde sagen, wir gehen mal durch diese komische Tür, wo so komische gelbe Streifen dran sind. Aber okay, also erstmal hier irgendwie nach oben kommen. Zack, zack, tipptopp. Hier steht's, schafft ihr es schneller zu liken und ein Abo dazulassen als der Command. Oh mein Gott, Leute, da müsst ihr schnell sein, weil ich denke mal, der teleportiert uns nach oben. Also jetzt schnell liken und abonnieren. 3, 2, 1, bam! Oh mein Gott, Leute, habt ihr es geschafft? Ich weiß es nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr es geschafft habt zu liken und zu abonnieren. So, dann würde ich sagen, wir gucken mal, was uns... Oh mein Gott! Leute, nächste Möglichkeit. Jetzt nochmal. 3, 2, 1, bam. Okay. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal ganz kurz nach oben und gucken, was hier ist. Und das scheint wohl ein Hacker zu sein. Aber gegen den sollten wir ankommen. Wenn ich von hier unten angreife, dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Ich komme hier leider noch nicht dran. So, oh ja, das geht. Oh nein, der will mich runterschubsen. Er will mich runter. Er wollte mich runterschubsen. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Okay, das war eine knappe Angelegenheit. Aber ich habe es ja überlebt und jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich hier nach unten? Weil hier runterspringen, da bin ich nicht so heiß drauf. Und sonst gibt es hier ja wirklich keine Möglichkeit. Ja, wir können versuchen, irgendwie runterzuspringen hier. Aber dann müssen wir wirklich auf den Command-Block landen. Ja, genau so. Perfekt, Leute. Dann hat das auch nochmal ganz gut funktioniert. Sehr schön. Okay, dann gehen wir einfach mal unseren wunderschönen Emerald wieder hier ab, packen den in die Kiste und dann gehen wir auch schon in den letzten Turm herein. Und das hier ist dieser komische, göttliche Turm, könnte man fast sagen, aus Emeralds, nee, nicht aus Emeralds, sondern aus Quarz gebaut. Und von innen sieht es hier auch nicht ganz schlecht aus, also sehr, sehr kunterbunt, könnte man sagen. Eieiei, sehr, sehr schöne Farben, gefallen mir sehr, sehr gut. Aber dass der meinte, irgendwie Emeralds klauen zu müssen, das kann ich ja nicht verstehen. Wer hier auch immer geflüchtet ist, der muss mir die schleunigst zurückgeben, denn Leute, klauen darf man natürlich nicht und wir werden uns das Ganze hier zurückholen, weil so lasse ich mich nicht veräppeln. So, Kollege, was hat er sich erlaubt? Was hat er sich erlaubt? Können wir ihn hier ein bisschen trollen, darunter bringen, einmal hier runter, ja, klappt das, Leute? Er ist fast an der Tür, er ist fast an der Tür. Ich baue mal ganz kurz hier die Tür ab, vielleicht klappt das ja. Wäre auf jeden Fall die einfachste Variante, da müssen wir uns nicht anlegen. So, komm, komm, lauf nicht weg, lauf nicht weg. 3, 2, 1, bam, jawohl! Es hat geklappt, nein, es hat nicht geklappt, es hat nicht geklappt. Ich muss jetzt schnell runter, weil es hat ja schon viel Schaden bekommen. So, ganz schnell runter und komm, 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 komm. Hey, wo ist er hin? Oh mein Gott, er ist da vorne. Oh, oh Gott, das war knapp. Das war knapp. Er hätte nämlich auch zuschlagen können. Ich weiß nicht, wie das dann ausgegangen wäre. Aber Leute, Ette, Ette, Fahrradkette. Dementsprechend, wir haben unseren Emerald bekommen und können ihn jetzt hier auch wieder ablegen. Und dann haben wir alle 4 Emeralds. Und ich packe einfach mal das Eisenschwert auch hier rein. Der Vollständigkeit halber. Aber cool. Leute, ihr seht, wir haben alles geschafft zu bekommen. Hier aus diesen wunderschönen und vor allem großen Türmen. Naja, wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst gerne an dieser Stelle eine positive Bewertung da. Vergesst natürlich nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Würde mich wie immer freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Morgen um 8 Uhr morgens. Bis dann, Leute. Und ciao.